Hallo Leute und willkommen zurück zu Stronghold Crusader mit Mission 43, die Wüstenkriege. Und wir haben es uns letztes Mal schon angeschaut, wir haben es mit 2, 4, 6, 7 Ratten zu tun, bedeutet Full House auf der Karte. Und wir so mehr oder weniger mittendrin. Ich glaube hier wäre mittendrin eher, aber ja, ich bin hier auch schon bedient. Wir sehen, hier haben wir einen Steinvorkommen und sonst eigentlich erstmal nicht wirklich viel, mit dem wir was machen könnten. 10.000 Gold für jeden, damit kann man natürlich schon was machen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal versuchen, die drei hier wegzubekommen und dann sollte die Mission eigentlich nicht mehr das größte Problem sein, aber ja, bis wir die weg haben, vergeht wahrscheinlich einiges an Zeit und einiges an Nerven. werden wir davon fliegen, weil, ja, die Ratte, man kennt sie, greift sehr gerne, sehr schnell, früh, oft und nervig an. So, kann ich hier überhaupt... Ah, hier könnte ich vielleicht ein bisschen an Holz kommen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe bloß so ein bisschen meine Zweifel. Und wir könnten auch versuchen, einen Steinbruch hier mal hinzumachen. Das Ding ist bloß, die Ratte hier ist halt schon sehr, sehr nah dran. Ja, wie wollen wir das am besten machen? Erstmal brauchen wir Bogenschützen. Ich denke, Bogenschützen sollten eigentlich reichen gegen Lanzenträger. Wir könnten... Ah, nee, ich mache erstmal nur Bogenschützen. So. Ah, okay, ich habe einen Marktplatz gebaut. Ich dachte kurz, ich hätte einen Fehler gemacht und keinen Marktplatz gebaut, aber alles safe. So, da kaufen wir uns erstmal mächtig zu. Ich meine, wir haben 10.000 Startgold, ja, das ist schon eine ganze Menge. Deswegen überlege ich gerade, ob ich in sowas wie Religion vielleicht sogar investieren sollte. Ah, aber ich lasse es erstmal. Was Essen angeht, lassen wir das Ganze auch erstmal ein bisschen. Machen wir mal ein paar Türmchen hin. Ich meine, wir haben genug Stein. Wobei, ich sollte mir noch was aufheben fürs Ausbildungslager. Wo mache ich denn das noch am besten hin? Ach Gott, das habe ich nicht bedacht. Kornspeicher brauchen wir auch noch. Ja, komm, machen wir den hier hin. Das wird alles andere als eine schöne Burg. Das sehe ich jetzt schon. Naja. Okay. Einen Turm würde ich noch ganz gerne machen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch für... ne? Wisst schon Bescheid. Machen wir den noch hier so hin. Und belassen es dann erstmal dabei. So. Hier können wir noch ein bisschen Produktion dann reinbauen später. Aber erstmal lassen wir es, wie gesagt, jetzt bei denen... Türmchen, bei der Produktion. Ich denke, Bögen sind einfach das Wichtigste mit Abstand zu beginnen. So, und ja, ich sehe schon, meine Sachen werden abgeschossen. Nee, Moment, das sind meine Bogenschützen. Nee, okay, vergesst es. Die werden abgeschossen. Machen wir hier mal ein großes Torhaus und dann vielleicht noch ein kleines hier so raus. Boah, machen wir einfach mal. Da kommt schon der erste Bogen. Jetzt die Frage, wohin müssen wir uns am besten absichern? Ich hätte eigentlich hier unten noch ein Türmchen ein bisschen anders platzieren sollen. Wisst ihr was? Das leisten wir uns einfach mal. Weil hier an die Ecke würde ich ganz gerne einstellen. Theoretisch sollten wir von da aus einen ziemlich guten Beschuss machen können. Ah, jetzt habe ich den Turm bloß die ganze Zeit vor meinem Ausbildungslager. Das hasse ich immer. So, können wir mit denen hier vielleicht mal den Steinbruch hier wegmachen? Ja, wobei, das wird nicht viel bringen. Ah, ein bisschen nerven kann ich damit aber vielleicht. Dann muss das halt neu bauen. Hm. Ist die Frage, ob es sich lohnt. Und wisst ihr was? Sollen wir einfach mal auf Religion gehen? Ich meine, mit dem Startgold kann man sich's halt wirklich mal leisten. So sollten wir plus 3 Beliebtheit bekommen. Bedeutet, hier auf minus 2 gehen können, genau. Dann haben wir ein bisschen Steuereinnahmen zumindest, weil sonst bekommen wir ja wirklich noch gar kein Gold rein. Ich werde mir mal noch ein bisschen was an Armbrustschützen holen. Die sind halt gerade auf so großen Türmen, wo man sie nicht treffen kann, halt auch echt stark. Klar, die Bogenschützen haben eine höhere Feuerrate, aber auch deutlich weniger Durchschlagskraft. Das klingt gut, wie auch immer die wachsen sollen.
Frage ich mich an der Stelle mal. Machen wir hier noch zwei hin. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Jetzt habe ich leider keinen Überblick mehr, welcher da noch irgendwo hinläuft. Ah, okay. Das haben sie kaputt bekommen. Oh, und meine Bogenschützen haben mir ganze Arbeit geleistet. Na komm, ihr zwei, macht das mal noch kaputt. Ich mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Ich denke aber, dass bald die ersten Angriffe kommen könnten. Tatsächlich. Vielleicht bekomme ich hier ein, zwei Bogenschützen kaputt. Nee. Wie lange schlagen die hier drauf ein? Na gut, ich glaube, das wird nichts mehr. Nope. Aber egal, nicht so schlimm. Die Ratte wird sowieso nicht viel reißen können, denke ich. So. Beliebtheit, ja gut. Das Problem ist halt, sobald uns Essen ausgeht, haben wir ein großes Problem. Wir müssten eigentlich zuerst die schwarze Ratte kaputt machen. Damit wir hier ein bisschen an Zeug kommen. Vielleicht könnte ich auch nochmal versuchen, hier noch einen Holzfäller hinzumachen. Und da kam die erste Angriffsdrohung einer Ratte. Das bedeutet, die werden sich schon bald auf den Weg machen anscheinend. Okay, war das die blaue Ratte, die das gesagt hat? Ja. Ich würde sagen, wir warten einen Angriff von der schwarzen Ratte ab. Und werden die dann schon versuchen zu töten. Ich könnte auch endlich schon mal die erste Rüstungsproduktion machen. Die werden wir früher oder später sowieso gebrauchen. Und wir haben ja ein bisschen was an Start-Dingern. Ihr wisst schon, was ich meine. An Start-Kapital, Waffen, wie auch immer. Eisen meine ich. Hier liegt's. So. Ah komm, ich glaube, der Turm hier ist tatsächlich der gefordertste. Abgesehen davon, dass jetzt hier von unten noch einige kommen werden. Dann sollte ich da die nächsten hintun. Hintun vor allem, hinstellen. Aber hier kommen gerade ganz gut Lieferungen rein. Die Bogenmacher geben übrigens manchmal zwei und manchmal einen Bogen. Ich glaube, das wechselt immer ab. Mal machen sie einen, mal dann beim nächsten Mal wieder zwei und so weiter. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich hoffe an der Stelle, dass ihr nicht eine Zahl die ganze Zeit unten rechts in der Ecke gesehen habt, aber eigentlich nicht. Wie sieht's mit Turmgeräten aus? Könnte ich eigentlich auch machen. Bloß die Frage, wo mache ich das? Ich würde das ganz gerne hier so hinmachen. Aber hier ist gerade noch ein bisschen Remi-Demi. Ja, wenn halt sieben gleichzeitig angreifen, geht's halt auch irgendwie ab. Da stelle ich mal hier noch so drauf. Ja, wobei, ich bin nicht durchgekommen. Vielleicht bekomme ich aber ab und zu Steinlieferungen. Moment, ich guck mal ganz kurz. Ja, jetzt einmal habe ich eine bekommen, immerhin. Okay. Angriff vorbei. Immerhin können wir mit der einen Steinlieferung, die wir bekommen haben, die Mauer hier wieder ausbessern. So, und da haben wir schon mal die ersten Schwertkämpfer. Okay, der Turm hier ist definitiv der gefordertste, merke ich schon. Aber auch auf... Na? Den hier sollte ich noch ein, zwei stellen. Weil das so ein bisschen toter Winkel momentan noch ist. So, jetzt bitte hier eine Baumeistergilde mal hinmachen. Machen wir erstmal 10. Dann machen wir hier mal... Ja komm, machen wir eine Mange drauf. Und hier oben vielleicht auch. Und hier machen wir Ballisten drauf. Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal... Na? Einmal... Da kommen sie gerade nicht so gut dran. Wo ist das Problem? Ah, die Mauern sind kaputt. Daran liegt's. Jetzt sollten sie aber eigentlich genau wieder hochkommen. Jetzt die Frage, soll ich hier auch nochmal eine Mange hinmachen? Ich mach's mal. Dann könnten wir nämlich die Ratte hier unten ein bisschen beballern. Mit den Mangen. Genauso wie die hier. Bisschen beballern. So. Und die Bogenproduktion läuft jetzt auf jeden Fall mächtig. So soll es sein.
bitte auch einfach hier so reinballern. Da werden wir immer mal wieder jemanden erwischen und ich sehe gerade, ich könnte eigentlich auch auf die hier noch mit einer Mange schießen sogar. Vielleicht wäre das sogar die bessere Idee und da kommt eine Steinlieferung wieder. Ich glaub's nicht. Sehr schön. Ich hatte auch überlegt, ob ich einfach das ganze Spiel relativ schnell mache hier noch und schon mit ein paar arabischen Schwertkämpfern reinrenne einfach. Aber so nach und nach bekommen wir jetzt ja auch die normalen Schwertkämpfer. Dementsprechend na, machen wir es erstmal so. Reicht das so schon? Nein, natürlich nicht. Er hat die Treppe hier natürlich auch so anders weitergebaut. Jetzt müsste es gehen. Oh ja, hier ist ja schon wieder mächtig was los. Ah, das ist der Schwarze. Okay. Das, okay. Der hat mir hier auch mein Ding zerballert noch. Der hält sich besser, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Muss ich an der Stelle wirklich mal anerkennen. Das ist jetzt hier sehr ungünstig. Weil die sind gerade in einem toten Winkel. Hier bitte mal aufmachen und ein paar hierher. Und auflassen auch. Das Ding ist, ich glaube, die KIs laufen sowieso nicht rein, auch wenn das Torhaus offen ist. Deswegen könnte das eigentlich immer offen stehen, gefühlt. Außer sie nehmen es selbst ein. Dann ist das wieder eine andere Sache. Wenn beispielsweise ein Saladin mit Meuchelmördern ankommt und das selbst einnimmt, dann... Oh Gott. Wollte er das hier kaputt machen? Ja, Tatsache. Das hätte mir nicht gut gefallen. Wieso kann ich hier nichts platzieren? Ah, weil da noch eine Leiche rumgeeiert ist. So. Ah, genau. Euer Gnaden? Euer Gnaden? Was soll konstruiert werden? Hier bitte wieder eine Mange drauf platzieren. Was wünscht ihr? Aber das geht wieder nicht, weil die Mauer kaputt ist. Ich sehe schon. Unser Werkzeug, dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Ach komm, ey. Und es ruckelt gerade ein bisschen. Ich mach mal ganz kurz einen Cut, glaube ich, lieber. Vielleicht liegt das an den ganzen Truppen, die hier gerade unterwegs sind. Weil die Ratten spammen ja auch nur ihre Lanzenträger und so. Und ich merke gerade, langsam könnte es eng werden mit der Nahrung. Dementsprechend sollten wir uns langsam darum kümmern, die ersten fertig zu bekommen. So, hier werden auch schön welche weggesniped. Ja, gut. Ihr habt euch mit dem mächtigen Gepös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Die jämmerliche Armee. Wieso können die hier wieder die ganze Zeit nicht durchlaufen? Okay, das ist die Ratte hier. Wie sieht's mit dem Gold aus? Ja, die hat auch mit Abstand am wenigsten, aber trotzdem noch ein paar Reserven sogar. Ist die Frage, 9 Stück, könnten die schon reichen? Könnte vielleicht sogar tatsächlich schon reichen. Vielleicht werde ich die 7 oder die auf dem Torhaus hier ein paar mal hier noch ein bisschen näher herstellen. Dass die hier noch ein bisschen mehr Krawall machen einfach. Und dann können wir es nämlich wirklich bald versuchen mit den paar Kreuzrittern, die wir bisher haben, da das Ende zu bereiten. Wie sieht's hier aus? Ich habe kein Holz mehr, kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein, okay. Ah ja. Hier stehen nämlich Patrouillen rum. Dann ist das kein Wunder. Dann werde ich mal versuchen, hier noch einen mehr hinzumachen. Aber ein Holzfäller kann halt nicht die ganzen Produktionen, die ich habe, vor allem die Bogenproduktion gerade, nicht selbst halten. 10 Stück. Ich versuch's einfach mal. Dann sollte ich aber aufpassen, dass mir... Ah, die Mange hier schießt sowieso noch nirgends hin, merke ich gerade, weil ich der noch nichts befohlen habe. Dann schießt du mal bitte hier mit drauf. Okay, da kommen wieder Angriffe. Sehe ich das richtig? Ich glaube nur von der einen Ratte. Ja gut. Die geben halt nichts aus, weil sie eben nur die paar Produktionssachen haben, die sie so haben.
Deswegen, ja, muss ich mich nicht wundern, dass die nicht groß an Gold verlieren. Aber sie nutzen ihr Geld halt auch nicht wirklich krass, weil sie eben auch nichts anderes machen, als das, was sie machen. So, ich würde jetzt ganz gerne mal hier noch ein paar gute Dinge bauen. Ah, nehmen wir die Blumenbeete, die finde ich immer am schönsten. Weil damit kann ich dann so ein bisschen noch kompensieren, dass gleich mein Essen ausgeht. Und Truppenkampfbonus gibt es auch noch zusätzlich. Ah, ich kann schon hoch. Eigentlich sollte das reichen. Die Ratte an sich ist ein sehr schwacher Lord, also der Typ an sich. Dementsprechend dürfte das locker reichen. Und ich frage mich gerade, ob wir vielleicht schon... Es könnte sein, dass die andere bald einen Angriff plant. Die hier. Und dann könnten wir das da auch nochmal probieren. Und jetzt sollten wir hier eigentlich die Steine auch bekommen besser. Und damit dann ein bisschen Geld machen können. Das hier kann ich mal verkaufen. Holz... Oh nein. Holz muss ich leider zukaufen. Das ist natürlich sehr ungünstig so auf Dauer. Außer... Ja gut, ich könnte hier noch einen mehr hinbauen. Wie schaut's mit der hier... Ja, okay. Hier werden halt immer noch welche getroffen. Gut, die schickt jetzt hier noch ein paar Bogenschützen raus. Dann hat die auch nicht mehr viel dastehen. Dann könnten wir die jetzt auch jeden Moment töten. Die stelle ich mal mit zur Armee. Ein paar sollte ich vielleicht schon noch hier irgendwo hinstellen. Moment, ich mache hier jetzt mal noch eine andere Treppe hin. Weil die kommen die ganze Zeit nicht auf den Turm hier hoch. Kommen sie immer noch nicht. Jetzt vielleicht. Dankeschön. Und dann könnten wir eigentlich, ich meine, wir haben die Steine gerade bekommen, auch nochmal ein paar Zinnen drumherum machen. Gerade auf der Seite hier. Die ist ja besonders betroffen. Eigentlich wird später sogar nur noch die Seite hier wahrscheinlich betroffen sein. Außer es entscheidet sich eine, hier so quer durchzukommen. Okay, die blaue. Oh ja. Die blaue sieht übel aus gerade. Dann gehen wir doch mal auf die. Ah, ich komme aber noch nicht ganz durch. Oh, das ist immer schwierig, die an Stellen angreifen zu lassen, wo sie... Ne? Und dann sollte ich hier aber gleich das Mangonelenfeuer mal einstellen. Nicht, dass ich meine eigenen hier wegballer. So, das war jetzt schon mal nicht so gut. Ja, die fallen mir hier nämlich gerade wie die Fliegen. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal welche dazu schicken soll. Ich mach's mal. Ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Oh, und wir haben sogar noch ein bisschen Nahrung bekommen von der Ratte. Ja, noch haben wir plus 5, aber das wird sich sehr, sehr bald ändern schon. Angstfaktor ist tatsächlich sogar ausgebaut. Sehr schön. So, einmal bitte Mangen anhalten. Euch schicke ich vorsichtshalber mal noch mit. Und ihr zwei macht mir bitte den Kornspeicher mal kaputt. Und ihr vielleicht das hier. Ja, er hat da nämlich gerade nochmal recht viel Notfall rekrutiert. Da ist jetzt die Frage, ob das noch reicht. An den Leuten, die ich habe. Es könnte nämlich tatsächlich knapp werden. Okay, es ist offen. 13 Kreuzritter, ja, das wird wirklich knapp, glaube ich. Aber wie gesagt, die Ratte an sich ist kein starker Lord. Bedeutet, wenn ich mal durch bin, dürften 3 oder so reichen. Oder 4. Und es sieht ganz gut aus. Es leben tatsächlich noch alle 13. Das hätte ich nicht gedacht. Die Kreuzritter, ja, vielleicht unterschätze ich die auch einfach ein bisschen. Aber ich dachte, bei dem Aufgebot an Bogenschützen, das da noch steht, ich meine, die können ja auch ein bisschen was im Nahkampf zumindest, würden die ein bisschen mehr machen. Na gut.
3 sind mir gestorben und ein paar ganz gut gedownt. Na, es geht. Auf jeden Fall ein erträglicher Verlust. Bitte nicht. Ja, und damit ist die Mission, denke ich, auch schon mehr oder weniger geschafft. Klar, wir müssen jetzt noch ein bisschen aufpassen mit Essen und so weiter. Aber da kann ich mir jetzt hier oben theoretisch ein bisschen was gönnen. Ich werde einfach mal Apfelfarmen machen. Wir haben nicht so viel Bevölkerung, deswegen werde ich vielleicht gar nicht mal so viel brauchen. Sie müssen halt leider recht weit laufen, ist so die Sache. Ich mache hier unten mal noch 2. Aber das sollte dann definitiv reichen eigentlich. So. Belagerungsgeräte gegen die Ratte einzusetzen, ist, denke ich, nicht mal unbedingt nötig. So, hier kommt die Orangene. Ja, können wir uns generell mal angucken. Die haben wir noch alle vor uns. Ich sehe gerade. Die Gelbe sieht irgendwie... Ich glaube, die Gelbe kann nichts ausbilden. Wenn ich das richtig sehe. Da haben wir mal wieder den Bug. Also, in den letzten Missionen hatten wir häufig das Problem, dass ein, zwei KIs verbuggt waren. Ist hier, bleibt hier wieder nicht aus. Naja. Also ich denke, an Verteidigung habe ich jetzt erstmal genug tatsächlich. Deswegen werde ich die künftigen Bogenschützen, denke ich, in den Nahkampf verwenden. Also für den Angriff meine ich. In den Nahkampf, jawohl. Auf jeden Fall. Ah, das Ding ist auch, genau, ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Das werde ich tatsächlich mal zukaufen. Und was ich auch mal machen wollte, wäre dann die Schlange da oben, die Ratte da oben zu töten einfach. Ich kann ja hier, genau, ganz oben entlang laufen und mir die dann holen. Weil, wie gesagt, ich glaube, die kann nichts ausbilden. Und das werde ich ganz einfach mit ein paar Meuchelmördern machen. Die mir hoffentlich jetzt nicht von Bogenschützen hier weggeschossen werden. Aber die Leute auf meinen... Dingens sollten eigentlich genug Power haben, die abzuhalten auf meinen Türmen. Okay, ich denke, das sollte eigentlich reichen. Moment. Hier, geht mal bitte hier kurz weg. Weil da kommen Lanzenträger an. So, und dann muss ich jetzt nur darauf aufpassen, dass die keinen Schrott machen. Die sind ja dafür bekannt, dass sie gerne mal irgendwie komisch laufen oder so. Da muss man immer einen Blick drauf haben, was die Meuchelmörder so machen. So, genau. Und nächste Bogenschützen für den Angriff verwenden, war der Plan. Okay, ihr seid da. Ah, komm, das könnt ihr auch mal eben kaputt machen. Warum eigentlich nicht? Oh, die hat sogar die Holzfällerhütte gerade abgerissen. Du kommst bitte mit. Okay, ich denke, der können wir, denke ich, genau, auch bald den Gnadenstoß geben. Die hat 76 Truppen noch. Greift die gerade an? Aber wo sind die ganzen Truppen? Ich meine, so viele stehen hier jetzt nicht. Hier sind noch ein paar. Aber sonst, versuchen wir es mal. Dann kann ich meine Manken eigentlich durch Ballisten ersetzen. Baller, das wollte ich nicht. Weil die Manken werden wir nicht mehr brauchen. Da keine Burg mehr in der Nähe, die wir damit großartig beballern könnten. So, ich glaube 36 war ein bisschen übertrieben viel. Wie gesagt, die kann hier wirtschaften und alles, aber mit Waffenkammer, daran hakt es irgendwie. Sie hat auch keine... keine Bogenschützen. Doch einen, wow. Oder stehen hier ganz viele Truppen? Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, sie hat nicht viele Truppen. Die könnte ich eigentlich hier mal stehen lassen und vielleicht hier hinten noch eine wegmachen, wenn die gerade angreifen. Na komm, ich könnte es eigentlich einfach mal probieren. Es sind 36 Stück. Die fallen gegen Bogenschützen halt recht schnell, aber ich denke, das könnte trotzdem reichen. Ja, genau, da kommt nämlich gerade die Angriffsdrohung, während du hier
zermetzelt wirst. So ist zumindest der Plan. Ah, okay. Da sind jetzt nämlich schon ein paar kaputt gegangen. Aber bei weitem nicht genug. Okay, das sollte eigentlich reichen. Ja, 22. Wir können es probieren. Ich denke nicht, dass das jetzt auch noch was werden wird, aber Versuch ist es wert. Moment, wo ist eigentlich die... Ah, an der bin ich gerade vorbeigelaufen, das habe ich gar nicht gemerkt. Vielleicht mache ich mit denen auch einfach Sachen kaputt. Lohnt sich das? Die hat eigentlich genug Gold, als dass sich das nicht lohnt, aber... Ja gut. Bisschen was können wir damit anstellen. Okay. Jetzt geht's der Lilan an den Kragen. Anhalten. Wobei, die kann ich nämlich dann auch auflösen. Genauso, ah, hier ist schon eine Balliste. Ja, das kann sich natürlich auch noch ändern. Sicherlich. Ah, schade, ich dachte, der eine Bogenschütze reißt das Ganze jetzt noch, aber... Aber nein, okay. Sie hat ihre Sachen eingerissen, das bedeutet, sie wird noch Notfall rekrutieren. Viel Gold ist dafür aber nicht mehr zur Verfügung und Waffen jetzt auch nicht mehr. Bedeutet, das sollte auch hier der Todesstoß sein. Die Grüne sammelt gerade noch ein bisschen. Und die Orangene, ja gut, die hat auch gerade erst angegriffen, glaube ich. Erstmal hier noch mehr Truppen stehen haben als in der Burg selbst. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Nein, 14 Stück. Ich glaube, so viel mehr brauchen wir tatsächlich gar nicht. Und mit Essen reicht auf jeden Fall auch mittlerweile locker. Das wächst hier ohne Ende. Aber an Gold mangelt es uns sowieso gerade nicht, sehe ich. Na gut. Ah, hier haben wir nochmal ein paar Bogenschützen bekommen. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, um nach dem Speicher zu gucken noch. Aber vielleicht passt das sogar mal in eine Folge, dass ich nicht cutten muss. Wer weiß. Ja, das müsste eigentlich klappen. Ich habe noch 75 GB frei und ich habe, glaube ich, 70 bisher mit dem Part hier verbraucht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Platz auf meiner Festplatte gemacht, um ein wenig mehr aufnehmen zu können. Na komm, da können wir auch so machen. Okay. Und die könnten eigentlich schon reichen. Genau, wenn die Grüne gerade angreifen möchte, werde ich dann gleich zum Gegenstoß ausholen. Die sammelt da ihre Truppen gerade. Dann stelle ich meine mal hier so ein bisschen zur Seite, dass die nicht weggemacht werden. Ja gut, eigentlich könnten wir auch ein paar arabische Schwertkämpfer einfach noch mit dazu holen. Da müssen wir nicht auf meine langsame Produktion warten. Ah, die laufen ja sowieso hier nach draußen. Aber guckt euch mal an, das ist schon... Ich meine, die haben schon einiges an Truppen für so einen Angriff jetzt. Über 100. Aber ihr seht halt, Pfeilhagel und so, ne. Ratte ist halt wirklich der schwächste Gegner im Spiel. Zusammen mit dem Sultan, da kann man sich drüber streiten, es kommt auf die Situation an. Wenn man am Anfang unter Druck gesetzt wird, darin ist die Ratte halt ganz gut. Und gerade wenn es viele Ratten sind, kann das schon mal nervig sein zu Beginn. Aber, na gut, wenn man das Spiel dann mal unter Kontrolle hat, wie jetzt hier, hat man halt wirklich keine Probleme mehr. Das Ding ist halt auch, sie kann echt schnell wieder angreifen. Also guckt euch das mal an, hier ist schon wieder relativ viel los vergleichsweise. So, und die laufen gerade alle schön gleich schnell. Eure Befehle? Passen sich anscheinend aufeinander an. Naja. Ihr geht bitte mal nach vorne. Ja, nämlich nicht die Bogenschützen eigentlich. Weil das ist eine nicht so gute Idee. Ja, da sind jetzt nämlich schon einige von gestorben. Die sollen eigentlich nur für ein bisschen Ablenkung sorgen, dass die hier ein wenig schneller was machen können. Genau, ihr greift auch noch hier an und ihr macht so lange das hier kaputt. So ist der Plan. Ja, meine Bogenschützen. Naja, die lohnen sich halt echt wenig, außer zur Ablenkung für den Angriff. Europäische Bogenschützen sind halt echt
schwach, muss man an der Stelle sagen. Da sind die Arabischen tatsächlich ein gutes Stück stärker. Ich weiß nicht genau, ob die auch mehr Schaden machen oder ob es nur eine höhere Feuerrate ist, aber merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Moment, ich müsste eigentlich eher hier so die Mauer kaputt machen. Weil hier werde ich nicht durchkommen. Das war alles nicht so klug. Aber gut. Die sollten... Oh, okay. Das waren nur meine Lanzenträger, die so schnell kaputt gegangen sind. Ich dachte schon, der hat dem mächtig Damage gemacht. Aber nee. Ist die Frage, reichen die auch noch für die Ratte hier? Soll ich aufs Torhaus gehen? Ich glaube, das ist vielleicht sogar eine bessere Idee. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Na komm, jetzt können wir eigentlich auch alle Bogenschützen mitschicken. Eine Nachricht der Ratte. Ah, er ruft hier sogar. Oh, er macht einen Angriff. Moment mal, da muss ich jetzt hier mal ganz kurz aufpassen, dass mir die nicht in den Angriff reinrennen. Das wäre sehr blöd. Na gut, die bekommen hier noch ein bisschen was ab. Ja, okay, ein paar habe ich nicht aufgehalten, aber das ist nicht so schlimm. Ich überrenne ihn einfach mit den Bogenschützen. Ja, auf die Änderung, also wenn Gleichgesinnte von mir schon so viele draufgegangen wären, wäre ich auch nicht mehr so optimistisch. Den Plan nicht verstanden, daran lag's. Okay, schon kaputt. Da mussten die Bogenschützen gar nicht mehr nachhelfen. Naja, das war auf jeden Fall wieder eine einfachere Mission, fand ich. Einfach dadurch, dass wir so viel Startgold bekommen haben. Und ja gut, wenn man halt mal eine Bogenschützenabwehr hat, dann können die einem auch nicht mehr viel tun. So, die Plage klingt da schon ein bisschen weniger angenehm. Das würde theoretisch auch zu Ratten passen. Okay, es sind auch Ratten dabei, aber zusätzlich haben wir jetzt noch zwei Schlangen und zwei Schweine und nur ganz wenig Gold und eine Karte, die sehr eklig ist. Hier saßen wir schon mal. Das weiß ich noch, gegen 5 Schlangen war das, glaube ich. Theoretisch dürfte das ja gar nicht so viel schwieriger sein. Aber, ja gut, das Schwein ist halt schon ein bisschen stärker. Weil hier sind wir offen, hier haben wir eine riesige Front und hier sind wir auch offen. Das könnte wirklich eklig werden. Na gut, die Ratten sind wie gesagt ja nicht das Problem. Aber Schlangen und Schweine werden ja auch Belagerungsgeräte einsetzen. Schlange zusätzlich sehr viele Bogenschützen. Und Schwein mit den Knüppelträgern sehr gefährlich, sowie auch mit den Armbrustschützen in der Verteidigung. Und ich sehe gerade, es ist ein Kreuzritterspiel. Das könnte kritisch werden. Na gut, gucken wir uns dann aber im nächsten Part an. Bis dann und tschüss!